Na dann mal los. Wenn mich jetzt wieder einer tötet, dann raste ich aus. Ne? Ey. Schon wieder alleine, ey. Ich glaube, ich muss Polambo machen. Da ist eine Leuche. Schon wieder, ey, das gibt's ja nicht. Oh no. Er ist schon wieder tot. Ich bin immer okay. Matteo. Wo liegt die? Wer hat gefunden? Wer hat gefunden? Also, ich habe Stay in Edmund gefunden, nachdem ich gerade in O2 und in Navigation zwei Tasks gemacht habe. Zeno und Dizzy. Du kennst mich. Du kamst gerade aus Edmund raus. Ich kam aus Edmund raus, war aber nicht alleine. Crunchy war auch noch da. Ja. Also, Toro, Stay und ich haben am Anfang die Karte gezogen im Admin-Raum. Ich habe ihn zurückgelassen mit Matteo und Toro. Und fünf Sekunden später hat Maul die Leiche gefunden. Also entweder es ist Matteo oder Toro aus meiner Sicht. Oder ist es Maul selber? Maul selber und Self-Report kann sein. Aber du weißt, dass wir Anfänger sind und die möchte das jetzt so ausnutzen und macht sein, ich habe ihn gefunden. Ich glaube, Matteo, wir sind gerade, ich hatte Angst vor dir. Ich bin ja gelaufen und bin runtergelaufen und ich habe zweimal Electrics gemacht und bin hochgelaufen. Ja, also, das Ding ist... Zu Navigation. Ja. Das Ding ist... Jemand rausschmeißen ich jetzt eh noch nicht. Warte mal. Wir können ja einfach die Leute, die jetzt... Also, ich glaube auch nicht, dass es Toro ist, aber es war der letzte, den ich in Admin gesehen habe. Ich bin aus Admin rausgelaufen, dann ist Toro mir hinterhergelaufen. Crunchy und war nach mir drinne. Crunchy war auch in. Nee, ich war aber gerade eben nicht mehr da. Ich war gerade in der Seite von mir. Dann war Crunchy aber zuletzt. Crunchy war nicht. Doch, du warst drin. Nein. Also für Matteo die Runde kam nach uns. Nein. Ich war doch. Matteo war später da. Toro kann bezeugen, dass ich in Cafeteria war und er kam dazugelaufen erst. Genau. Ja, hey, aber 100%. Ich war nicht mehr da. Das war die Sache. Entweder ist es Matteo und Toro. Alter, ja. Dizzy und Karl wurden... Warum? Sehr gut, Karl. Karl fährt dieselbe Taktik wie ich. Einfach Boten drauf. Pass auf Crunchy auf. Crunchy ist, also ich denke auch, dass es Crunchy ist. Also, ich würde fast sagen, dass Crunchy da mit drin ist, in der Nummer. Wenn ich jetzt sterbe, mit Schuhe, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Toro nicht ist. Es ist halt einfach es ist halt mega schwierig. Das sieht jetzt wirklich doof für mich aus, aber ich habe schon wieder eine Leiche gefunden. Also ich war mit Funk irgendwo. Erstmal die Info wo. Sag erstmal die Info wo. Sonja in die Richtung Reaktor. Ja. Ich war gerade Med Bay und habe die die Reagenzgläser gemacht. Hab gesehen noch wie Zeno, Karl und Sonja nach links gehen. Sonja war aber noch bei Upper Engine. Die hat da glaube ich noch eine Task gemacht. Und stopp, ich bin wieder zurückgegangen. Ich habe dich in Med Bay reingehen sehen, Mau. Ich bin aber wieder zurück, weil ich oben noch die Kabel fixen musste in der Cafeteria. Und dann habe ich dich aus Med Bay auch wieder rauskommen sehen. Karl und Sonja sind weiter nach links gelaufen. Warte mal. Sonja wäre dumm, wenn sie einfach an dem Reaktor vorbeigegangen ist, weil sie ist sonst so Security. Das wäre dumm von ihr, wenn sie... Ich habe die Security-Kamera gefunden heute das erste Mal. Hast du die benutzt? Ja, ich habe da kurz reingeschaut. Karl, was hast du gesehen? Twitch Prime. Ich habe eine Aufgabe gemacht und Funk ist an mir vorbeigelaufen. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Welche Aufgabe hast du gemacht? Im Admin. Ich habe gar keine gemacht. Ich habe nur die Kamera gefunden. Ich bin noch ein bisschen lost. Also, ich glaube nicht, dass Mau jetzt zweimal gekillt und selbst reportet hat. Das wäre das dumm. Das geht auch gar nicht. Beim ersten Mal war ich direkt neben ihr, mit ihr in den Raum bin ich gelaufen. Dann hätte sie vor meinen Augen jemanden gekillt. Mau, sag mir bitte nochmal genau die drei Namen. Karl, wer noch ist in die Richtung gelaufen? Sonja und Zeno. Karl, Sonja und Zeno. Gut, ich bin's auf jeden Fall nicht. Warte mal. Sonja ist aber von Upper Engine von oben gekommen. Kann sein, dass sie gewendet ist nach oben, hat mich dann gesehen und ist mit mir nach unten gelaufen. Ja, was habe ich gemacht? Aber sie checkt doch noch gar nicht, was Wenden ist, oder? Nee. Aber Mau, du hast recht, da gibt's gar keinen Download. Nee, da gibt's auch keinen Download. Doch, was ist ein Download? Doch. Was ist ein Download? Am Eingang, oder? Ja, ich weiß nicht, ich bin in dem Raum gewesen, da gehst direkt links oben so einen Schalter, klickst du auf Download. Max ist an mir vorbeigelaufen. Also der Einzige ist gerade halt Karl, so, ne? Wir müssen skippen. Skippt mal bitte, wir sind noch zu viele. So, Wenn wir sechs sind, dann müssen wir einen rausvoten, weil sonst haben wir verloren direkt. Es wurden immer nur einen. Ihr werdet das bereuen, ich bin das nicht. Karl, Alter.
Dann spielst du wie ich. Immer schön zuhören und einfach reinrotzen. The fuck? Was macht man hier? Boah, ich dachte gerade schon, wir verlieren, Alter. Na. Hello. Die Leiche liegt in O2 und zwar auf der rechten Seite. Ich habe den Code eingegeben bei Admin. Karl hat mich gesehen, bin rübergelaufen, habe mich, also ich wollte gucken, warum. Ich habe ja noch rüberlaufen sehen. Ich bin dir ja danach gerade, ja. Und ich wollte wissen, wo warst du gerade? Ich bin. Wen fragst du? Ich bin auch gerade in Admin rein, wollte O2 eingeben, habe Matteo und Karl gesehen, bin dann rausgerannt und wollte zu O2 laufen. Bin ich ja auch. In die Richtung, also ich war hinter Matteo noch. Ich glaube, Toro hätte mich töten können, wenn er gewollt hätte. Weil ich war ganz alleine an so einer Konsole dran und habe Upload und nicht Download geklickt. Nee, die Konsole, meinst du da, wo man das O2 eingeben muss? Da musst du einen Code eingeben. Also nee, da ganz rechts gibst du den Code ein und dann ist links daneben quasi ist so ein Knopf, da musst du Upload klicken. Das habe ich gemacht und da war Toro, der hätte mich da, glaube ich, töten können, wenn er das gewollt hätte. Okay, lass mal versuchen, ein bisschen raus. Also wer war denn auf der rechten Seite, als der Alarm anging? Da, wo O2 ist. Keiner. Natürlich nicht. Okay. Frank, wo warst du gerade? Ich war im Storage und bin dann zum falschen jetzt anscheinend Pfeilchen gelaufen, weil die auch nah beieinander liegen. Das letzte, was ich gesehen habe, war Karl, der, glaube ich, beim Kartenspiel verzweifelt, also die Karte da durchzuziehen. Richtig. Ja. Okay, kann jemand für Toro würgen? Frank habe ich nicht gesehen. Toro, ja, hat er doch gerade gesagt. Ich hätte Karl töten können. Okay, dann ist Funk gewendet. Das ist aber kein Würgen. Wenn jemand sagt, er hätte mich töten können, hat es nicht gemacht. Das ist kein Alibi. Ja, aber ich bin doch gesehen, dass ich eingelaufen bin. Warte mal ganz kurz. Ich war gerade in Kameras. Ich habe jemanden wenden sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob gelb oder weiß. Wenn Karl für Toro wirklich bürgen kann oder sagen kann, der war gerade bei mir, dann ist Funk gewendet. Warum 100%. Sagst du jetzt erst, dass wir mal das wenden sehen? Warum sagst du das? Das war erste Runde. Weil ich erst rausfinden wollte, wer wo ist. Okay. Das war erste Runde. Ich habe keine Ahnung, wenn ich. Ihr müsst. Ich also, Zeno, du sagst. Zeno, sag mir bitte nochmal, wer gewendet. Oh mein Gott. Funk. 100%? Okay, das ist gut. Ey, es ist so krass, wie die Leute dabei richtig competitive werden. Also, die würden sich, glaube ich, töten. Die würden sich töten dafür. Das ist Wahnsinn. Hundertprozentig Zayu. Na, warum denn ich? Weil stopp, bevor du ausholst. Wir hätten verloren, hätte ich das gerade nicht gefixt. Das ist ja egal. Das ist ja auch meine Aufgabe. Sag mal genau, was du gesehen hast. Toro, sag bitte, was du genau gesehen hast. Okay, ich bin nach rechts rein, um das O2 zu fixen und Zeno war mit mir dabei. Ja. Ja. Zeno hat mit mir den Code eingegeben. Davor ist Zayu aber links irgendwo langgelaufen. Also wir haben uns gekreuzt. Zum anderen O2, ja. Ja. Ja, nachdem du Karl umgebracht hast, weil er da unten noch war. Wo liegt der denn überhaupt? Und der liegt, wenn du Admin rausläufst, genau am Anfang Storage. Nee, da war, also als ich da lang gegangen bin, war noch niemand und safe, hätte ich gerade den Code nicht angegeben, hätten wir verloren. Das wäre so dumm, weil da war kein anderer. Niemand ist da hingegangen gerade. Niemand. Aber wo warst denn du? Ich glaube auch nicht, dass es Mau ist, weil sie hat die ersten beiden reported. Das wäre also halt, keine Ahnung. Also entweder super smart, oder super dumm. Du warst die einzige, die ich noch als Farbe dort gesehen habe und erkannt habe. Dann warst du selbst. Also keine Ahnung. Ich bin da lang gegangen, es war niemand da. Wo war denn Dizzy? Ich bin gerade oben aus der Cafeteria runtergegangen zu O2 und da habe ich auch Mau gesehen. Sie ist mir da entgegengekommen. Sie ist gerade rausgekommen. Und beim ersten Kill. Toro, sag mal bitte Prozent. Wie viel Prozent bist du dir sicher? Weil bin mir sehr sicher, dass Zayu das ist. Hä? Aber du hast es ja nicht mal gesehen. Ich war nur die Letzte, die du gesehen hast. Nein, du bist in die Richtung gegangen. Du bist in die Richtung gegangen, wo ich die Leiche von Karl gesehen habe. Jetzt. Und reportet habe. Dizzy hat mich gerade bei O2 gesehen. Das kann gar nicht sein. Du erzählst Bullshit. Das ist Toro. Warum? Einer von euch beiden lügt gerade. Was ist denn mit Matteo? Du hast mich doch gerade bei O2 gesehen. Da stehen sie. Das ist Toro. Nee, Toro. Ich bin Dizzy denn. Scheiße. Ja. Ist das euer. Ja, dann viel Spaß beim Lost.
Nee, der war es nicht. Okay. Wer bleibt denn der noch übrig? Hat Mau, kann Mau das gewesen sein? Er hat keiner das Licht gefixt, Alter. Es kann nur Matteo sein. Weil ich war gerade in Kameras und der Einzige, der von Navigation über Weapons Richtung Cafeteria gelaufen ist, war Matteo. Und deswegen okay, bin ich gerade in Cafeteria reingelaufen, um zu gucken, ob da eine Leiche liegt. Und was liegt da? Dizzy. Nee, es ist 10 Uhr mit Self-Report. Erinnert euch bitte an die Runde davor, da konnte ich nicht gewesen sein, wo wir das O2 ausgemacht haben, das wisst ihr genau. Red dich nicht raus, wenn, Matteo. Ich habe handfeste Beweise. Du bist was ist der handfeste Beweis? Das ist völliger Bullshit, was du gerade redest. Mau, erinnert dich bitte an die Runde, wo wir O2 ausgemacht haben, wo ich rübergegangen bin und wo ich O2 gefixt habe. Ich kann es nicht gewesen sein. Es sind entweder gesehen. Du. Ich habe dich kein einziges Mal gesehen. Und du hast gerade ganz, ganz schön die Führung übernommen bei den ganzen Interviews hier und hast immer schön damit den Verdacht von dir abgelenkt. Ich hab so schön fast Issues bei dir, aber auch bei der Theo. Fuck. Dann drück doch einfach auf. Ich hab gesehen, dass du in der Kamera warst. Ich hab die Kamera blinken sehen. Ja, deswegen kann ich es nicht gewesen sein. Hä? Ich hab eben gerade noch gesehen, erklär mir bitte, warum du es nicht gewesen sein kannst, wenn du an den Kameras bist. Du gehst an die Kameras, killst Self-Report. Warum Matteo, was hast du denn gerade gemacht? Ich bin gerade oben über Medbay gelaufen zu den Kameras. Zeno kam an mir vorbei, ich habe niemanden gesehen. Er kommt an mir vorbei und er reportet sofort. Das heißt, es muss er gewesen sein. Was? Du hast mich gesehen? Du hast mich gar nicht gesehen. Ich war Kameras. Mau, ich war die ganze Zeit Kameras. Du hast das Licht gefixt. Zeno, safe. Das Licht ging wieder an. Das heißt, du musst es gefixt haben. Mau, wenn du es nicht bist, dann musst du jetzt. Ich bin weggelaufen und hab dann ungefähr. Ich mal Mau, wenn du es nicht bist, dann ist es Zeno. Mau, bitte, vote für Matteo. Bitte. Oh Gott, Zeno, wenn ich das jetzt bereue, ne, dann. Nein. Die Sandreise ist gestrichen. Fuck! Nein, Spaß. Oh! Ah. Shit! Genau! Alter! Kannst du mich mal aufhören, um am Anfang zu töten, doch, Mann! Ja, es tut mir leid, aber du standst da halt so rum. Es tut mir leid, Mau, es tut mir leid, Alter, aber. Alter, Toro! Aber du warst da in der Richtung! Ich war komplett woanders! Wisst ihr, wie lächerlich dieser Kill an Stay war? Ich stehe in Admin mit Toro, kill Stay, gehe in den Luftvent, dann überhole ich Toro durch den Vent und stehe neben ihm in der Cafeteria und er läuft so mit mir mit und gibt mir ein Alibi. Es war das Geilste überhaupt. Oh na, shit, Mann! Oh, das war so gut. Ich hab mir so unsicher, ob es Funk oder Toro war, der gewendet ist, weil ich nur eine helle Farbe gesehen habe. Ja. Wir hätten die Runde geholt, wenn der nicht aufgeflogen wäre, glaube ich. Du miese Kamerasau. Ich liebe Kamerasau. Ich bin immer in der Kamera.